Ja, lasst uns loslegen, über das Thema, den langen Lauf zu reden. Ein spannendes Thema, wie ich immer wieder feststelle. Und ja, auch ein Thema, das aus meiner Sicht einfach ist, auf der anderen Seite irgendwie das ist, über das ich am meisten reden muss oder reden darf, wenn ich in den Smalltalk mit Läufern komme, die einfach am liebsten hören möchten, dass es doch einen einfacheren Weg gibt als diesen ominösen langen Lauf. Ich teile nun mal meine Folien. Ich gucke mal, wo ich sie denn habe. Hier müsste sie eigentlich sein. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, nochmal ein kurzer Hinweis zu euch, wenn ihr was notieren wollt, bitte nehmt doch einen Notizblock zur Seite und dann könnt ihr die Fragen notieren, die euch dann bei der nächsten Präsentation so kommen. Und ja, die Bitte zum Thema Lautschalten bzw. Stummschalten habe ich ja schon gegeben. Ja, Untertitel vielleicht spannender für uns nochmal jetzt hier, weil über Marathontraining geht es und ich denke auch, dass Marathon eigentlich ziemlich einfach ist, wenn man einfach nur so ein paar Dinge richtig macht und das von diesen paar Dingen ist das eine ganz besonders dicke Ding, ist tatsächlich dieser lange Lauf, den wir auch schon letzte Woche oder beim letzten Mal besprochen haben. Und ein, zwei Folien werde ich auch heute nochmal wiederholen, weil nicht jeder, auch der hat den ersten Beitrag gesehen oder hat den ersten Beitrag dann auf YouTube gesehen. Deswegen ein paar Folien wiederholen sich, aber ich möchte einfach noch ein paar neue Gedanken mit euch formulieren, um einfach diese Bedeutung des langen Laufs nochmal zu untermauern. Ja? Zur Erklärung nochmal, viele von denen, die mir folgen, trainieren ja nach der Laufcampus-Methode. Und die Laufcampus-Methode hat ja ein paar sprechende Kürzel. So gibt es den LDL, den SSL, den MDL oder den ZDL zum Beispiel. Und manchmal verwechselt der ein oder andere LDL mit dem langen Lauf. Nein, das ist nicht der lange Dauerlauf gemeint, sondern LDL meint das niedrigpulsige Laufen im LDL-Bereich und das ist zwischen 71 und 75% der maximalen Herzfrequenz. Und dieser LDL, der kann eben auch kurz sein, aber muss nicht immer lang sein. Wenn wir heute und in Zukunft vom langen Lauf reden, dann meine ich ein langer Lauf im Sinne der Marathonvorbereitung, auch dazu gleich nochmal mehr. Und diesen kürzen wir ab als La-La-La-La für langer Lauf. Es gibt auch bei uns die Variante des optimalen langen Laufs. Es gibt auch den M-La-La, den mittellangen Lauf. Aber das ist ja so nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen lass uns lieber über den La-La reden. Und dieser kann in unterschiedlichen Tempi gelaufen werden, natürlich auch im LDL-Bereich, im langsamen Dauerlaufbereich oder noch langsamer im Supersauerstofflaufbereich. Einige kennen das, das ist zwischen 61 und 70% der maximalen Herzfrequenz, also unterhalb des langsamen Dauerlauftempos. Und der mittlere Dauerlaufbereich ist der darüber ist eben, und das ist 76 bis 80% der maximalen Herzfrequenz. Ja, warum ist das Ganze so wichtig, der lange Lauf? Nun, weil dieser lange Lauf eben mehr trainiert als nur die Ausdauer. Er trainiert natürlich auch den Kopf. Ich meine damit, dass die mentale Stärke, wer schon mal, ich sage jetzt mal, 3 Stunden gelaufen ist im Training, für den sind 4 Stunden beim Marathon vielleicht nicht mehr ganz so weit entfernt, ja, also immer noch eine Stunde mehr. Aber vor allen Dingen tankt man da Selbstbewusstsein und man läuft natürlich auch an die Zeit heran, im Sinne der Dauer, die man tatsächlich auch beim Lauf erreichen möchte. Die langen Läufe trainieren die Beine und damit meine ich nicht nur die Muskulatur, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, sondern natürlich auch durch die permanente Stoßbelastung auch
die Knochen und die Knochenstruktur. Das heißt, ich kann nicht einfach die langen Läufe durch andere aerobe Einheiten ersetzen. Das heißt, durch lange Radeinheiten oder durch lange Rudereinheiten oder was weiß ich was. Nein, die Stoßbelastung der langen Läufe eben bereitet uns auch vor auf den Marathon, auf die 42 Kilometer Asphalt möglicherweise oder Trail möglicherweise. Und dafür brauche ich einfach auch diese permanente Reiz auf die Knochen, damit diese größer, stärker und leistungsfähiger werden. Lange Läufe trainieren, aber natürlich auch die Ausdauer. Da werden wir heute noch einige Male drüber sprechen. Und was ich so fantastisch finde, ist einfach die Idee, die viel zu wenig berücksichtigt wird, dass die langen Läufe eben auch schnell machen, weil sie eben den Energiestoffwechsel optimieren, über den wir gleich noch sprechen. Und dann nenne ich euch auch ganz konkrete Zahlen. Ja, diese Folien bekennt ihr schon genauso wie diese Folien. Also ihr kennt die, wenn ihr schon einen vorigen Vortrag gehört habt oder die Aufzeichnung gesehen habt. Der lange Lauf ist eine Schlüsseleinheit der Laufcampus-Methode, neben dem zügigen Dauerlauf auch und dem Tempotraining auch. Und ein langer Lauf gilt als langer Lauf im Sinne des Wettkampfs, den wir vor uns haben. Und ja, wenn man in der Halbmarathon-Vorbereitung ist, dann zählt ein Lauf über 2 Stunden auch schon als langer Lauf. Aber in der Marathon-Vorbereitung fängt es an zu zählen ab 150 Minuten und länger. Und es geht auch deutlich länger. Aber wichtig ist, einfach diese Mindestgrenze zu definieren. Und diese Mindestgrenze gilt sicherlich für 90% aller Hobbyläufer, damit viele sich einfach klar sind, dass wenn man einen Marathon laufen will, dann zählt dieser 2-Stunden-Lauf nicht so viel. Dann ist er nichts Besonderes, sondern dann ist er etwas, was man voraussetzen können sollte bei einem Marathonläufer. Und ab 150 Minuten Länge zahlen wir quasi auf unser Marathonkonto ein. Was nicht heißt, dass man auch deutlich länger laufen kann oder sogar sollte. Dazu noch eine Folie, die ich gerne immer wieder zeige, ist, und die ist ein bisschen auf den ersten Blick etwas schwerer zu erkennen. Deswegen gehe ich dann noch mal drauf ein. Ich habe eben mal als sie eingeblendet wurde oder ich gesehen habe, wer tatsächlich alles dabei ist, habe ich schon gesehen, da gibt es Läufer, die können unter 3 Stunden den Marathon laufen. Und ich habe aber auch Namen erkannt aus meinem Netzwerk, die auch 5 Stunden brauchen und länger brauchen. Und da ist jetzt einfach die Frage, ja, muss der 3-Stunden-Läufer auch mal 4 Stunden im Training laufen oder kann er das machen? Beziehungsweise der 5-Stunden-Läufer, kann der bei 3 Stunden einfach Schluss machen? Ja, die Logik der Antworten liegt quasi schon in der Frage. Und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, also von oben an gelesen, wenn jemand vorhat, für einen Marathon länger als 5,5 Stunden zu brauchen, und das sind nun mal eine Menge Läufer, sonst hätten die großen Stadtmarathons nicht bis 6 Stunden das Ziel auch auf. Also das heißt, da kommen noch bei großen Marathonläufen Hunderte, vielleicht sogar, ich weiß es nicht, vielleicht sogar 4-stellige Teilnehmerzahlen noch rein über 5,5 Stunden und länger. Und beim New York Marathon, der ja, glaube ich, vom ersten Startschuss bis zum Schluss fast 9 Stunden laufen erlaubt, sind es also vielleicht sogar 5-stellige Teilnehmerzahlen, die länger brauchen. Müsste man mal schauen. Ich habe mal gesehen, Durchschnittszeit war bei einem Marathon in New York mal 4 Stunden 40. Muss man sich mal vorstellen, 4 Stunden 40, das wird immer länger. So, also es gibt viele Leute, die Läufer, die über die Marathondistanz unterwegs sind und länger brauchen, als die Schnellen unter uns vielleicht vermuten. So, und wer eben für den Marathon plant, 5 Stunden 30 zu brauchen oder länger, der sollte auch mal 4 Stunden 30, eben 240 Minuten sind 4 Stunden, 4,5 Stunden durchaus laufen. Ja? Und vor den 4,5 Stunden, muss man sich vorstellen, steht dann eben ein Lauf auch schon mal über 4 Stunden 15 und vor den 4 Stunden sind über 4 Stunden und davor vielleicht 3 Stunden 45. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt,
wie viele lange Läufe da zustande kommen, die deutlich länger sind, auch als 3 Stunden. Das ist schon für den einen oder anderen unvorstellbar, für die schnelleren, für die langsameren Läufe, aber etwas ganz Normales. Ja, und dann stellt sich der schnelle Läufer die Frage, wie kann man das denn körperlich überhaupt schaffen, so lang? Ja, man muss dazu auch wissen, dass die langsamen Läufer auch einen Vorteil haben. Langsame Läufer haben in der Regel kleinere Schritte, haben kürzere Schritte. Kürzere Schritte heißt auch, dass weniger Kraft auf die Beine, auf die Muskulatur, auf die Knochen wirkt. Das heißt, der 5-stündige Lauf ist vielleicht oder 4,5-stündige Lauf ist vielleicht für den langsamen Läufer genauso anstrengend wie der 3-stündige Lauf für den schnelleren Läufer, weil einfach beim langsameren mehr weniger Kraft wirkt. Und so hat jeder von euch jetzt möglicherweise die Tabelle schon mal gelesen. Nochmal ein Beispiel, wenn du vorhast, irgendwie zwischen 3 Stunden und 4 Stunden zu brauchen, also über 3 Stunden, dann ist ein 210-minütiger Lauf in der Regel bei den Trainingsplänen der Laufcampus-Methode der längste Lauf. 3,5 Stunden unterwegs zu sein. Und ja, das geht. Warum auch? Weil man es kann. Und weil ich der Überzeugung bin, dass je länger und je langsamer ein Lauf ist, umso besser ist er für uns, aber das möchte ich gleich noch mal ein bisschen untermauern. Das heißt, es schadet überhaupt nichts, ja, wenn man auch länger läuft, als man vielleicht beim Marathon braucht. Ja? Also wenn jemand sagt, ich will auf keinen Fall in meinem Kopf haben, dass ich länger als 2:57, weil das meine Wunschzeit ist, auch mal laufend unterwegs bin, dann ist das natürlich auch eine Denke. Wenn mich aber einer fragt, ich möchte um dieses Beispiel unter 3 Stunden Marathon laufen, 2:57, ich möchte 2:57 laufen, kann ich denn auch mal einen Trainingsmarathon laufen, den ich dann in 3,5 oder 3,75 Stunden laufe, dann sage ich, hey, super, weil je länger, umso besser. Mehr laufen hilft auch mehr, was eben gleich noch zu belegen ist, diese Idee. Ja, so viel, so gut und teilweise eine kleine Wiederholung, aber lasst uns das Ganze mal verstärken, indem wir einfach mal über die Muskelfasern sprechen. So. Und welche Muskelfasern kennen wir? Ja, in der Regel kennen wir die Typ-1-Fasern und die Typ-2-Fasern. Manchmal werden sie auch langsam kontrahierende Muskelfasern genannt und schnell kontrahierend oder rote oder weiße Muskelfasern. Und entscheidend dafür ist nicht die Farbe oder warum wir diese Farben unter dem Mikroskop tatsächlich als solche erkennen können, sondern entscheidend ist, dass wir mit den unterschiedlichen Muskelfasern unterschiedliches können und dass sie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und so machen Typ-1-Fasern uns Ausdauerläufer zu besseren Ausdauerläufern und Typ-2-Fasern machen die Sprinter, die Schnellkraft brauchen, zu besseren Sprintern. Warum? Für uns nur zu reden, für uns Ausdauersportler ist einfach die Typ-1-Faser eine, die hilft, eben Sauerstoff zu verstoffwechseln und eben mit der Hilfe von Sauerstoff eben Fette in Bewegungsenergie umzuwandeln. Während gegen die Typ-2-Fasern eben ohne Sauerstoff arbeiten, dafür eine ganz andere glykolytische Kapazität, wie es da heißt, haben. Das heißt, die sind noch besser geeignet dafür, eben Glykogen in Energie umzuwandeln. Und diese Typ-1-Fasern haben eben diese vielen Mitochondrien, die brauchen wir eben. Diese Mitochondrien helfen eben in der Muskelzelle, eben Sauerstoff zu verarbeiten, das heißt mithilfe von Sauerstoff Fette in Bewegungsenergie umzuwandeln. Und je mehr Muskelfasern ich habe, umso mehr höher ist meine Fähigkeit eben des Fettstoffwechsels
Und je höher ist auch eben dann die Voraussetzung quasi die Anzahl Mitochondrien. Und man geht auch davon aus, also Trainingswissenschaftler geht auch davon aus, dass man nicht nur die Anzahl vermehren kann an Mitochondrien, sondern auch die Stärke, die Größe, die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien. Aber diese sind, wie gesagt, eben in diesen roten Muskelfasern. Und diese roten Muskelfasern, die kriege ich nicht durch HIIT-Training. Diese roten Muskelfasern, die kriege ich nicht durch Spinning. Die roten Muskelfasern kriege ich nicht durch Sprinten, sondern diese roten Muskelfasern, die bekommen wir durch langes Training, durch langes aerobes Training. Da fangen wir auf, die aufzubauen. Ja, jetzt ist das natürlich das Mischungsverhältnis zwischen Typ 1 und Typ 2 ist ein Teil unseres Talents, ein Teil unserer Genetik. Aber wir können unsere Mischung an diesen Typ 1 und Typ 2 Fasern durch Training durchaus noch verändern oder etwas daraus rausholen. Und wer Marathon laufen möchte, der möchte eben mehr von diesen roten Muskeln haben. Dieses rote Muskeln, warum heißen die so? Weil man sehen kann unter dem Mikroskop, da sind Kapillaren, in den Kapillaren ist Blut, in dem Blut sind die roten Blutkörperchen und je mehr Kapillaren ich habe, umso bessere Versorgung ich habe, dazu gleich auch nochmal mehr, umso röter ist eben dieser Muskel. Ja? Also wir wollen Typ 1 Muskelfasern haben und wie kriege ich die? Durch den langen Lauf. Ein Ansatz, uns diesem Thema nochmal zu nähern. Der zweite Ansatz ist der, es wird sehr viel darüber gesprochen, über VO2 Max, über die maximale Sauerstoffaufnahme. Und wenn ich hier und da auch mal Podcasts höre, dann wird über VO2 Max Training geredet, als ob es da eines gäbe, was zu befolgen sei. Ich glaube das ja nicht, sondern ich glaube, dass es mehrere VO2 Trainings gibt, die auf die maximale Sauerstoffaufnahme einzahlen und ja, da möchte ich mich auch diesem Thema mal nähern. Zunächst einmal, was ist diese maximale Sauerstoffaufnahme? Also gemessen wird diese durch eine Spiroergometrie, wo man tatsächlich messen kann, wie viel Sauerstoff kann der Körper aufnehmen, beziehungsweise wie viel verbraucht er auch. Auch dazu gleich ein bisschen mehr. Und das wird gemessen in Litern pro Minute und dann auf das Gewicht heruntergebrochen. Das heißt, ein großer Körper hat eine andere Sauerstoffaufnahme als ein kleiner Körper. Wenn man das aber wieder in Relation setzt zum Gewicht, ja, zum Gewicht groß sage ich jetzt, ja, dann davon ausgehen, dass ein großer auch in der Regel mehr wiegt. Ja, wenn man das aber auf das Gewicht normiert, kann man tatsächlich auch diese Mauer VO2 Max-Werte tatsächlich irgendwie vergleichen. Und ja, ich lese sehr gerne unten rechts steht's, ich lese unter anderem gerne die Laufzeit. Ja, also immer noch gerne lese ich jede Laufzeitung, die ich grundsätzlich bekommen kann. Und ja, die Laufzeit gehört auf jeden Fall zu meinen favorisierten Quellen, genauso wie die läuft. Ich sehr, sehr gerne mir durchlese, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe hier einfach mal einen Artikel genommen von einer Serie von dem Professor Dr. Kuno Hottenrott, den ich sehr schätze. Der eine oder andere weiß auch, dass er mich begleitet hat als Trainingswissenschaftler bei meinem Deutschlandlauf, wo ich diese 21 Marathons in 21 Tagen gelaufen bin. Und ich habe einfach diesen Fachartikel mal genommen und habe mal einfach abgeschrieben, was man braucht für diese hohe VO2 Max. Ja, bitte nochmal VO2 Max. Alles, was die Uhren so ausspucken, ist geschätzt. Die Uhren können durch die optische Messung, auch nicht durch den Pulsorden, auch nicht durch die optische Messung am Handgelenk oder Oberarm, die können einfach nicht diese Sauerstoffaufnahme messen. Die können nur einfach Erfahrungswerte nehmen, die man eben aus der Trainingswissenschaft kennt und dann eben aus der Geschwindigkeit, aus Pace und aus Gewicht irgendwie was hochrechnen. Also das jetzt bitte nochmal. Seid da bitte skeptisch. Aber wenn wir diese VO2 Max verbessern möchten, so Kuno Hottenrott, und der weiß es nur mal als jemand, der jahrzehntelang schon in der Trainingswissenschaft arbeitet, ist,
die Anzahl der Mitochondrien, über die wir gerade sprachen, sehr wichtig. Ja? Mitochondrien, Kraftwerke helfen, Sauerstoff zu verarbeiten. Und dann oder die hohe Dichte an Kapillarisierung. Kapillaren sind ja die feinen Verästelungen der Muskulatur. Das heißt, ohne Adern kein Energietransport. Wenn ich mehr Adern habe, umso besser kann die Energie dahin fließen, wo sie gebraucht wird. Ja, und dann gibt es eben diesen Hämoglobingehalt, der Anteil an roten Blutkörperchen, die verbessert werden soll. Die Leistungsfähigkeit, die Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems in diesem Fall, wie viel Liter kann ich tatsächlich pumpen pro Minute? Ja, und eine gute, funktionsfähige Lunge ist auch eine Voraussetzung, sagt Kuno Hottenrott. Ja, das ist prima. Und jetzt frage ich mich, was hat das Ganze mit der Laufcampus-Methode zu tun, sprich den Trainingsempfehlungen, die wir geben, die wir Laufcampus-Trainer und die wir auch in den Büchern und in unseren Trainingsplänen umsetzen. Nun, schauen wir das mal an. Wie kriegen wir denn diese hohe Dichte an Kapillaren hin, eine hohe Kapillarisierung? Die bekommen wir hin, wie wir eben gesehen haben, durch viele lange Läufe. Je länger ich laufe, umso mehr Typ-1-Fasern haben wir. Typ-1-Fasern sind eben die, die mit mehr Adern tatsächlich durchzogen werden. Und das können wir tatsächlich mehren. Ja, wir können die Muskeln mehren, wir können die Kapillarisierung mehren, aber eben vor allen Dingen durch regelmäßiges Ausdauertraining und viel Ausdauertraining. Die Mitochondrien wiederum, die für eine VO2max notwendig sind, ist klar, Sauerstoffaufnahme in den Kraftzellen, in den Mitochondrien findet eben dieser Stoffwechsel, Fettstoffwechsel mit Sauerstoff statt. Die können wir mehren durch lange und niedrigpulsige Läufe. Weil lang und niedrigpulsig, wie wir wissen, heißt, ich kann mehr auf die Fette zugreifen. Bin ich hochpulsig, habe ich wenig Sauerstoff, dann brauche ich mehr Glykogen, ja, weil ich einfach nicht diese Möglichkeit habe und eben Fette zu verstoffwechseln. Ja, da hat es der Körper eilig, an die Energie zu kommen. Da macht er sich leicht und dann nimmt er eben die Kohlenhydratreserven und die sind eben im Körper eingelagert in der Muskulatur eben als Glykogen. Und ja, wie kriege ich ein hohes Herzminutenvolumen hin? Ja, ihr wisst, nenne ich das Intervalltraining für manche überraschend, für euch als regelmäßige Zuhörer und Zuschauer und Leser möglicherweise nicht. Ich nenne Intervalltraining gerne als Krafttraining für das Herzen, weil wenn wir es fordern, das Herz, dann reagiert das Herz, was ja auch ein Muskel ist, so wie auch andere Muskeln, ja, also in der Rede sind es die Skelettmuskeln, denen wir beim Wachsen zuschauen können. Ja, also ich habe gestern tatsächlich das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit Hanteltraining gemacht. Warum Hanteltraining gemacht? Weil ich einfach mal Böcke hatte und weil ich in meinem Oberkörper etwas Muskulatur eben züchten möchte, also Hypertrophie. Ich möchte die Muskeln wachsen lassen. Ob mich das schneller macht, bezweifle ich, aber es ist auf jeden Fall eine gute Substanz, die ich mir schaffe für das Älterwerden. So, und wenn ich das machen möchte, Muskulatur züchten muss, dann muss ich eben regelmäßig Reize setzen. Wenn ich aber das Herz tatsächlich trainieren möchte, dann kann ich eben kein Hanteltraining machen, ganz im Gegenteil. Also das klassische Hypertrophie-Training im Fitnessstudio, das belastet das Herz-Kreislauf-System eher weniger im Vergleich zum Ausdauertraining. Aber wenn ich ein Tempo-Wechselspiel mache, wenn ich ein Hit-Training mache, wenn ich ein Intervalltraining mache, dann setze ich einen Reiz. Das Herz muss plötzlich 160, 170, 180 Mal schlagen. Ihr könnt ja mal gucken auf eurer Uhr. Ich mache es auch mal, wie viel Schläge wir jetzt haben. Mal gucken, ob es gleich anzeigt. Also ich bin jetzt tatsächlich, wo ich mit euch rede, sogar über 80, weil ich mich gerade anstrenge und weil mein Körper Energie braucht. Aber ich komme auch bis 170, wenn ich eben Intervalltraining mache. Und wenn ich das regelmäßig mache, ja, also tatsächlich, wie ich auch
mehrere Wiederholungen tatsächlich beim Bizeps- oder Schultertraining habe und mehrere Sätze habe. So meine ich jetzt hier, wenn ich regelmäßig Intervalltraining mache, 4, 5 Reize-Sätze und dieses Training Woche für Woche wiederhole, dann kommt es auch zu einer Anpassung des Herzens. Also das heißt zu einem Verbesserung des Herzminutenvolumens. Ja, eine Lunge kann ich durch das Training gar nicht so sehr verbessern, wenn ich der Trainingswissenschaft da, natürlich glaube ich der Trainingswissenschaft, also wenn ich das nachlese, dann heißt es, hey, eine gute Lunge heißt, lebe gesund, rauche nicht. Ja, aber ob man jetzt unbedingt irgendwie sein Zwerchfell noch zusätzlich trainieren muss, indem man gegen einen Widerstand einatmet und so weiter, das bringt, glaube ich, nicht so viel aus meiner Kenntnis im Vergleich zu allem anderen. Ja, und den Hämoglobingehalt, wie ich den verbessere, nachher in aller Kürze soll nicht unser Thema sein, aber das kann ich durch vor allen Dingen durch eine gesunde Ernährung schaffen. Also nochmal, es wird manchmal von Kollegen gesprochen, es gibt ein VO2 Max Training. Aus meiner Sicht gibt es ganz viele VO2 Max Trainings. Also es ist einmal regelmäßiges Ausdauertraining, verbessert die Kapillarisierung, der lange und niedrigpulsige Lauf insbesondere verbessert. Die Verteilung, die Anzahl, die Größe, die Leistungsfähigkeit der Mitochondrien und das Tempotraining ist natürlich auch ein VO2 Max Training, weil es eben unser Herz-Kreislauf-System gesünder macht. Ja. Ja, noch ergänzend dazu zur Lungengröße. Ja, aus meiner Kenntnis ist die Größe gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist vielmehr eben hier die Sauerstoffdifferenz, also die wird gemessen, wie viel Sauerstoff ist tatsächlich im arteriellen Blut und wie viel ist im venösen Blut, also quasi wie viel Sauerstoff pumpen wir hin zum Muskel und wie viel kommt zurück Richtung Herz und Lunge. Und diese Differenz nennt man eben diese Sauerstoffdifferenz, die kann man messen und das ist eigentlich auch das, was mit der VO2 Max bei einer Spiroergometrie tatsächlich gemessen wird. Ja. Jetzt bin ich kein Freund von Spiroergometrie, weil die Laufcampus-Trainer, die Laufcampus-Methode einen anderen Ansatz hat. Wir messen das nicht, sondern wir messen lieber die maximale Herzfrequenz und leiten dadurch Trainingsempfehlungen an. Aber wen das interessiert, wer das einfach mal wissen möchte, der soll eben seine VO2 Max eben bei einem bei einem Leistungsdiagnostiker mal herausfinden, der Spiroergometrie anbietet. Ist in der Regel teurer, ist in der Regel komplizierter, ist in der Regel so, dass man nicht so einfach an seine Grenzen gehen kann. Und diese Grenzen sind für uns Laufcampus-Trainer eben wichtig, weil wir eben diese VO2 Max, weil wir eben die maximale Herzfrequenz brauchen, um da die Trainingsbereiche anzulegen. Ja, kurz zum Hämoglobinspiegel, weil über die langen Läufe haben wir geredet, über die Mitochondrien, über die Kapillarisierung, über Herzminutenvolumen. Wir haben darüber geredet, jetzt gerade, dass eine gesunde Lunge einfach durch Lebensstil zu erreichen ist. Abschließend hat mit dem langen Lauf wenig zu tun. Wie schaffe ich denn, den Hämoglobinspiegel zu erhöhen? Ja, hey, das ist auch gar nicht so schwer. Wir müssen es nur tun. Und ich beobachte bei so vielen Menschen, dass die so viele Chancen nicht nutzen, ja, sich gesund zu ernähren, ja, in Vitamin C-reich zu ernähren. Jetzt gerade noch gehört, 50% der Nahrung, die die Menschen in Deutschland aufnehmen, ist Fertignahrung. Ja, Fertignahrung heißt in der Regel wenig Vitamine, wenig Vitalstoffe, wenig Ballaststoffe, dafür eben viel einfach Kohlenhydrate, künstliche Aromastoffe und. Ja, Mensch, so ein Scheiß, ja. Und das ist echt etwas, was mich selber frustriert. Und lass uns das demnächst auch nochmal hier in diesem Format diskutieren, was denn vielleicht für einen Marathonläufer optimierte Ernährung ist. Aber grundsätzlich Vitamin C reichen, lassen wir es einfach vitaminreich nennen, aber auch eine eisenreiche Ernährung, die mögt durchaus auch. Warum steht da kein Fisch und kein Fleisch? Stimmt auch, aber ich
propagiere eine pflanzenbasierte Ernährung, weil wir damit auch weniger Schadstoffe aufnehmen in der Regel, gerade wenn wir Biogemüse essen. Also Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen und so weiter kann man eigentlich jeden Tag auf den Teller bringen, Hafer sowieso und Gemüse natürlich auch. Und ja, leider Gottes gibt es eben auch Stoffwechselstörer. Es reicht also nicht nur, dass wir eben gesund uns ernähren und mit vielen Nähr- und Vitalstoffen, also Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind eben Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und Mikronährstoffe ist eigentlich alles andere. Ja, Enzyme gehören dazu, natürliche Aromenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Mengenelemente, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. Also wir brauchen viele Makronährstoffe und Mikronährstoffe, aber es zählt auch, wie viel Stoffwechselstörer wir in unserer Ernährung haben. Und allgemein gilt inzwischen, dass zum Beispiel Alkohol sowieso schlecht ist, aber dass auch die Menge der Milchprodukte, die wir zu uns nehmen, durchaus auch hinderlich sein kann. Nun, der dritte Ansatz, den ich habe, bevor wir dann das Ganze dann nochmal zusammenfassen und vielleicht auch gleich, wenn ihr Böcke habt, nochmal besprecht, ist einfach nochmal, also nochmal, ihr habt gemerkt, ich rede nicht über verschiedene Trainings, sondern ich rede einfach nur mal über den Blick auf diesen langen Lauf. Ja, bei den Muskelfasern haben wir eben darüber gesprochen, dass der eben wichtig, dass die Muskelfasern, die Typ 1, eben wichtig sind für den Fettstoffwechsel. Gerade haben wir mal festgestellt, VO2 Max, was das verbessert, eben Kapillaren und so weiter. Und dann reden aber auch viele über den Energiespeicher. Und jetzt möchte ich euch mal verraten, wie viel Energie ich habe. Ja? Also wir sehen gerade, ich habe jetzt über 100 Puls. Das heißt, ich verbrauche jetzt gerade, boah, Hammer. Ja, also echt, ich streng mich für euch an, ihr Lieben. Ja, ich verbrauche gerade Energie, um aufmerksam zu sein und mit euch zu reden. Aber wie viel Energie habe ich jetzt eigentlich? Nun, reden wir mal also über Glykogen und Körperfettanteil. Und ja, ich messe tatsächlich mehrfach in der Woche mit einer Bioimpedanzwaage, messe ich meinen Körperfettanteil, Bioimpedanzwaage. Ich habe da eine mit so einer Vierpunktwaage, die eben hilft. Also durch den Körper werden so kleine Elektroimpulse geschickt. Und durch den Widerstand, ich hoffe, ich erkläre das richtig, durch den Widerstand kann man dann ermitteln, wie viel Flüssigkeit ist im Körper, wie viel Fett ist im Körper, wie viel fettfreie Masse ist im Körper, der Muskelanteil, sogar die Muskelqualität wird gemessen. Also nicht nur, wie viel Volumen ich habe, sondern auch wie viel, wie sagt der Professor Frohböse immer, wie viel PS hat ein Muskel, weil Volumen kann eben auch aufgepimpt sein, ja, kann also leer sein. Aber was kann ich eben mit mit dem Volumen auch machen? Also das heißt, die Muskelqualität wird gemessen. Jedenfalls, ich habe heute Morgen nachgeguckt, 10,8% Körperfettanteil war die letzte Messung. Also zwischen 10 und 11 ist die bei mir. Und bei 65 Kilogramm Gewicht wären eben 10,8% eben gerundet 7000 Gramm Körperfett. Nun, das ist das eine. Das zweite ist, wie viel Glykogen habe ich denn? Das Glykogen kann man, glaube ich, nicht messen oder ich weiß nicht, wie man es misst. Jedenfalls alles, was ich weiß aus der Trainingswissenschaft, ist, dass wir zwei Speicher haben. Das ist die Leber und das sind die Muskeln. Und so Pi mal Daumen gilt, das sind die Zahlen, die ich immer wieder lese, dass ungefähr 300 Gramm Glykogen in der Muskulatur gespeichert ist und 150 Gramm in der Leber. Und man liest auch, oder ich lese auch schon mal, dass ich das nicht extremst vergrößern kann, aber so 500 bis 600 Gramm Glykogen sind die Speicher bei Ausdauersportlern durchaus ein bisschen größer. Aber Mensch, wenn ich da die maximale Zahl nehme von 600 Gramm im Vergleich zu den 700 Gramm Körperfettanteil, jetzt habe ich einen geringen Körperfettanteil, ja, also 600 Gramm zu 7000 Gramm, es ist ja Pipifax. Aber wir gehen noch mal einen Schritt weiter.
Die Frage ist ja, wie viel Energie kann ich daraus ziehen? Ja, und wenn wir einfach mal uns die Kalorien anschauen und sollte irgendjemand jetzt aus der Trainingswissenschaft sich diese Folien mal anschauen und feststellen, nee, da hat der Butz einen Denkfehler gemacht, dann möge er mich bitte anschreiben, dann korrigiere ich das. Also ich gebe euch hier meinen Stand der meiner Rechnungen wieder. Also 7.000 Gramm oder 7 Kilo Fett heißt nicht unbedingt, dass das alles Fett ist, sondern da ist eben auch Wasser drin. Und das Körperfett sind die Lipide. Ja? Also 1 Gramm Körperfett hat 0,87 Gramm eben Lipide. Und so 1 Gramm Lipide hat wiederum 9 Kalorien. So ist es zu lesen. Und wenn ich dann meine 7.000 mal den Lipidegramm multipliziere mal 9 Kalorien, dann komme ich auf fast 55.000 Kalorien, ja, Energiespeicher in meinem Körper. Und ihr wisst nochmal, 10,8 Gramm Körperfettanteil, das ist ja wirklich nicht viel. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Schnitt, mit dem Durchschnitt, den wir Menschen wohl offensichtlich haben, ja, von 450 Gramm Glykogen im Körper. Und da ist die Zahl relativ fest, 450 Gramm mal 4,1 Kalorien pro Gramm, dann sind das gerade mal, sagen wir mal, 2000 Kalorien. Das heißt, ich habe auf der einen Seite 2000 Kalorien an Glykogen zur Verfügung und ja, das kriege ich gar nicht drauf in meine Arme. Ja, und 55.000 Kalorien aus Fett. Ja, das ist einfach ein Hammer. Ja, und deswegen lasst uns die doch nutzen. Also wir haben mehr Fett. Aber es kommt noch ein dritter Punkt, ja, den ich sehr, sehr spannend finde. Und was es mir nicht gelungen ist, ist herauszufinden oder irgendwie etwas bei euch noch zu geben, wie viel Fettmoleküle haben wir jetzt. Aber wiederum die Trainingswissenschaft hat festgestellt, dass es eben ja rund die vierfache Menge Energie ist. Energie ausgedrückt in ATP, in Adenosintriphosphat, die der Körper aus einem Fettmolekül erzeugen kann im Vergleich zum Glukosemolekül. Das heißt, aus einem Fettmolekül kriege ich viel mehr Bewegungsenergie. Das heißt, wenn ich eine bessere Fettverbrennung habe, dann greife ich besser mehr auf diesen riesengroßen Speicher zu, schone gleichzeitig die kleinen Glykogenspeicher, die wir unbedingt beim Marathon brauchen, bis zur Ziellinie, weil eben es bedarf einer Menge Glykogen im Körper, damit die Fettverbrennung auch funktioniert. Also wenn ich die Glykogenspeicher schone zugunsten einer Fettverbrennung, dann ist das einmal vernünftig, ist das ökonomisch und wir werden auch schneller dadurch, weil eben aus Fetten mehr Bewegungsenergie erzeugt werden können. Hier nochmal die Zusammenfassung, die brauchen wir jetzt hier auf einer Folie nicht mehr. So, das heißt, ich komme jetzt quasi zur Zusammenfassung. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Folien richtig gemischt habe, eben auf den letzten Drücker, weil ich dachte, ich gucke, blicke einmal mal zuvor, ich gehe wieder zurück. So, mehr hilft mehr. Ja, tatsächlich ist es nicht nur, dass mehr lange Läufe, mehr Dauerlaufen hilft, sondern auch mehr lange Läufe helfen. Wenn die langen Läufe länger sind, helfen sie auch mehr. Wenn sie niedrigpulsiger sind, helfen sie mehr. Wenn wir mit dem Marathontraining früher beginnen, hilft das mehr. Und zusätzliches Radtraining hilft auch. Also, ich habe mich bemüht, hier diesen Spruch, mehr hilft mehr, zu nutzen und nicht viel hilft viel. Ja, weil viel hilft viel. Heißt nicht nur, jetzt komme ich gerade ein bisschen was ins Stottern, weil es ist nicht ganz logisch, was ich sagen wollte. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ich möchte dieses mehr lange Läufe nehmen und längere lange Läufe ist wichtiger als viel Training allein in einer Woche, weil man kann auch viel Training reinbringen, was uns möglicherweise nicht besser macht. Also diese Argumentation muss ich mir gerade noch mal überlegen, aber mehr lange Läufe helfen, längere Läufe helfen, Niedrigpulsige helfen mehr und
Ja, Radtraining hilft auch, aber beim Radtraining verbessere ich vielleicht meine aeroben Fähigkeiten, verbessere ich vielleicht meine Kapillarisierung, aber bei dem Radtraining stärke ich nicht unbedingt die Knochen, so wie ich es bei den langen Läufen tue. Aber wer zu den langen Läufen, zu dem Lauftraining eben auch noch eine lange Radeinheit reinbekommt oder sogar zwei, weil es die Triathleten sind, der macht eine Menge richtig. Deswegen, ich habe eben schon mal gespinkst, was kommt denn? Jetzt wollte ich eigentlich die Zusammenfassung bringen. Ein Teil habe ich eben schon. Ihr kennt das möglicherweise aus anderen Vorträgen von mir. Dauerlaufen ist ein Trainingsbaustein. Es ist der wichtigste Trainingsbaustein. Wir können mit Dauerläufen, mit gutem Dauerlauftraining, können wir einen Marathon schaffen, aber nicht ohne Dauerläufen. Also nur mit Tempotraining können wir das niemals schaffen. Er trainiert der lange Lauf insbesondere und das Dauerlaufen an sich, das Herz-Kreislauf-System, den Energiestoffwechsel, die Muskulatur und die Psyche. Dauerlaufen sollte immer abwechslungsreich gestaltet werden, also nicht immer nur eine Intensität, sondern verschiedene Intensitäten. Wir dürfen ruhig mal schneller laufen, wir dürfen auch mal langsamer laufen. Also der Körper mag es, wenn er unterschiedlich gefordert wird und im Sinne eines Wochenumfangs 75 bis 90% darf das Dauerlaufen einnehmen. Wenn wir jetzt mal gucken, wie trainiert die Elite der Marathonläufer, die haben eher weniger Tempotraining und mehr Dauerlaufen in ihrem Gesamtvolumen und die Hobbyläufer haben mehr Tempotraining. Das hat aber eben damit was zu tun, dass sie in Summe weniger trainieren, weniger Einheiten haben und wenn ein Tag Tempotraining gemacht wird bei 4 Einheiten in der Woche, ist das jetzt schon mal, wenn man das nur mal so flüchtig betrachtet, schon mal 25%, also ein Viertel der Einheiten. Wenn man aber ein Elite-Läufer ist und 10 bis 14 Mal in der Woche trainiert, bleibt es bei dem ein, vielleicht sogar zweimal Tempotraining, aber es bleiben eben dann die anderen 8 bis 12 Einheiten, die nur für das Dauerlaufen da ist. Und wenn man dann noch an die Länge der Einheiten denkt, also die haben Elite-Läufer haben einen viel größeren Dauerlaufanteil als wir Hobbyläufer, die meisten. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr nicht wisst, was soll ihr machen, Tempotraining oder Dauerlaufen, entscheidet euch für das Dauerlaufen, weil das ist nie ein Fehler, nicht ganz ohne das Tempotraining zu verlassen, weil ihr wisst ja, ist auch gut für das Herzen. Auch für den Marathon nochmal heißt es, ich habe es eben gesagt, eine Bitte ist, betrachtet Marathontraining nicht reduziert, wie ich das hier auf dieser Folie mache, auf die letzten 12 Wochen. Ja? Viele denken, das Marathontraining beginnt in den letzten 12 Wochen. Ja, das ist das Finale. Da sollte man mindestens 5, besser 7 lange Läufe machen. Aber wenn jetzt mein Marathon beispielsweise im September ist und wir haben jetzt gerade, wo ich das aufzeichne hier mit euch, haben wir jetzt gerade Februar, dann sage ich immer, jeder lange Lauf, den ihr jetzt schon macht, zahlt auf euer auf euer Marathonkonto ein. Deswegen fangt gerne früher an. Ja, lange Läufe nicht so ambitioniert steigern, aber gerne durchaus in 15-Minuten-Schritte. Ihr habt es eben gesehen, das darf auch mal bis 4,5 Stunden dauern. In den letzten 3 Wochen sollte man tapern, da kann man nichts mehr, keine verlorene oder verpasste Form kann man dann nicht mehr aufholen, indem man bis kurz vor Schluss intensiv trainiert, sondern dann sollte man eigentlich den Höhepunkt 3 Wochen vorher haben und dann so langsam reduzieren. Und einfach noch ein Gedanken, viele sagen, hey, ich brauche aber Vorbereitungswettkämpfe. Wenn ich die Chance habe, jemanden individuell zu betreuen, dann frage ich natürlich, hast du Vorbereitungswettkämpfe? Und wenn ich die Chance habe, aus 3 Vorbereitungswettkämpfen mindestens 2 zu streichen, dann mache ich das sehr gerne. Warum? Weil ich weiß, dass jeder Wettkampf, jeder Vorbereitungswettkampf zumindest ein Wochenende klaut, wo man keinen langen Lauf machen kann. Und wenn es ein Halbmarathon ist, der schnell gelaufen wird, klaut es möglicherweise auch die Woche danach oder auch die Woche vor dem Wettkampfwochenende, damit, wenn es wichtig ist. Ja, also jeder Wettkampf klaut mindestens 1 bis 3 Wochenenden, wo wir keine langen Läufe machen können. Und deswegen lieber weniger Vorbereitungswettkämpfe und mehr lange Läufe, wenn es denn wichtig ist.
Und jetzt die Bitte an euch, wenn ihr das gut findet, und dann guckt auch mal, es gibt bei uns eine Menge Laufseminare, die wir hier an der Akademie machen. Es gibt auch ein spezielles Marathonseminar im Juni. Nutzt die Potenzialanalyse, um herauszufinden, was ihr könnt. Trainiert mit einem Plan, und wenn ihr mal Böcke habt, mal eine ganze Woche mit mir zu joggen, dann könnt ihr das auch mal mit bei uns auf Mallorca machen. Und wenn ihr das cool findet, was ich hier für euch mache, dann geht bitte auch nochmal in diesen Einwahl-Link da auf der Seite Smile2 von Laufcampus und ja, und gebt da ein Sternchen ab und gerne einen Kommentar. Das wäre recht schön, und dafür bedanke ich mich jetzt schon mal. Und guck mal, wer was zu sagen hat, stoppe jetzt mal die Freigabe der Folien und guck mal in den Chat da rein und beantworte vielleicht als erstes die Chat-Fragen. Das macht es für alle etwas einfacher. Und wer will, kann dann aber auch mal mit mir quatschen wollen. So, gut, danke. Ja, ich guck mal, was im Chat so alles steht. Mal gucken hier. Uiuiui, das sind lange Fragen. Es kommt nicht, aber der René Kucher, auch ein erfahrener Läufer, ist. Absolut, vielen Dank, René. Vielleicht, ich lese es nochmal vor, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Es kommt nicht nur auf die VO2 Max an, sondern es kommt auch auf den Laufstil an. Und es kann durchaus sein, dass ein Athlet mit einer höheren VO2 Max nicht so schnell ist wie ein langsamerer, wie einer mit einer niedrigen VO2 Max. Jo, absolut richtig. Das geht, und da ist nicht nur der Laufstil entscheidend, wobei der Laufstil möglicherweise auch auf die VO2 Max zählt, weil man ja eben weniger Energie verbraucht, aber auch das ist natürlich absolut richtig, René, ein ökonomischer Laufstil, ein weniger kraftraubender Laufstil, ein eleganter Laufstil, ein möglicherweise flach und trotzdem mit hohem Raumgewinn, kann auf jeden Fall helfen, genauso natürlich wie andere Aspekte wie eine mentale Stärke, die man auch trainieren kann. Super, ja. Der André schreibt auch etwas, André Thiesen, er trainiert auf den Marathon dreimal, Intervalltraining, langer Lauf und regenerativer Lauf. Erstmal richtig, dreimal ist Mindesttraining, drei verschiedene Reize ist auch gut. Der CTL als Schlüsselbaustein schreibt er, lässt er wegen zugunsten der Regeneration. Kann ich dennoch auch an meinem Marathonpotenzial von 3,45 festhalten? Und wie wichtig ist der ZDL? Nun denn, André, ich weiß es nicht, wie dein Potenzial ist. Also ich bin durchschnittlich talentiert und deswegen sind auch meine Trainingstipps meistens für die durchschnittlich Talentierten da. Und 3,45 mit dreimal Training in der Woche ist schon knapp. Ja, ist echt knapp. Ja, also 3 bis 4 Mal sollte es schon sein. 4 Mal ist tatsächlich besser. Grundsätzlich, wenn du gewissenhaft trainierst, wenn du die langen Läufe schön lang machst, wenn du wirklich auch bei den 3 Einheiten nicht schlabberst, kann das tatsächlich funktionieren. Und dein Plan, so wie du es jetzt aufgeschrieben hast, den langen Lauf zu machen, das Intervalltraining zu machen, also quasi auch polarisierten zu trainieren innerhalb der Woche. Ja? Ihr kennt den Begriff der Belastungsreserve. Ja? Belastungsreserve im oberen Bereich ist quasi das schnellste Tempo, was wir zur Verfügung haben. Das ist das Dreier-Renntempo, das Fünfer-Renntempo oder im HIIT-Training so mal das Einer-Renntempo. Und unten ist eben der Super-Sauerstoff-Lausen-Bereich, der eben deutlich langsamer ist, 2 Minuten, 2,5 Minuten langsamer als das 10er-Renntempo. Dazwischen ist unsere Belastungsreserve, und wenn du mal den langen Lauf schön langsam machst, schön niedrigpulsig machst, aber auch mal ein Intervalltraining machst, dann trainierst du quasi die komplette Bandbreite deiner Belastungsreserve, und dann ist das echt gut, und der zügige Dauerlauf ist der irgendwo dazwischen. Der hat weniger Reiz. Das heißt nicht, dass der umsonst ist, sondern er ist quasi sehr nah dran am Marathon-Renntempo, und es ist schon etwas, was auch Selbstbewusstsein gibt und was natürlich auch sehr ökonomisch ist, weil aber es wäre tatsächlich so, wie du es gemacht hast, wenn man nur dreimal laufen kann, tatsächlich die Streicheinheit. Also trainiere so, probiere es aus und denke dir jedes Mal, wenn du noch mehr trainieren kannst, dann mach das, weil, wie ich es eben gesagt habe, mehr hilft mehr.
Ja, aber wenn du konsequenter bist, wenn du deine langen Läufe länger sind und weil, wenn du zeitiger anfängst und nicht auf der letzten Brücke ist, kann das gut gehen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Aber das ist ja nicht alles. Wir können auch mal über Ernährung reden, wir können über Tapering reden, wir können über die mentale Ausrichtung, die Renntaktik reden. Also da haben wir noch einige Themen, wo man eine Menge richtig machen kann. Also auch da, man ist, wenn man gut trainiert ist, aber bei der Ernährung Mist macht, dann kann das auch noch in die Brüche gehen. Ja, also vielen Dank für deine Frage. Ich gucke mal, ob noch was im Chat ist. Es sieht so aus, als ob das jetzt nicht der Fall ist. Nutzt gerne den Chat oder wir sind ein kleiner Kreis jetzt gerade live. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne über den kleinen Kreis einfach euer Mikro aktivieren und einfach mal eine Frage stellen, wenn ihr Bock habt. Wie sieht es aus? Wer hat noch eine persönliche Frage von euch? Ja, ich höre zumindest einer hat schon mal das Mikro aktiviert. Wenn dann noch jemand dabei sein sollte, dann stelle er die Frage jetzt, sonst. Andreas, ich hätte noch eine Frage. Ja, Ich hätte noch grüße eine Frage und zwar, ja, hi, grüß dich auch nochmal. Die Frage ist jetzt speziell auf die Endbeschleunigung vom langen Lauf. Was empfiehlst du, wie viele lange Läufe in der Vorbereitung von Marathon würdest du mit Endbeschleunigung laufen? Von 3 mal 6 bis 7 lange Läufe oder 5 bis 7 lange Läufe, wie viel Endbeschleunigung und wie lang die Endbeschleunigung ungefähr maximal? 3 Kilometer, 5 Kilometer, so in den Drehungen hätte ich jetzt mal gesagt, wahrscheinlich macht Sinn. Und deine Empfehlung einfach mal. Ja, super. Also vielen, vielen Dank. Mit Endbeschleunigung ist ja das, was wir den optimalen langen Lauf nennen. Und den haben wir längst nicht erfunden. So den zum Beispiel, damit ist Peter Greif als Trainer auch erfolgreich geworden, dass er eben seine Athleten, die er betreut hat, sehr lange hat schnell laufen lassen. Zum Ende hin. Grundsätzlich sehr intensiv trainieren lassen, wovon ich mich immer distanziert habe, aber die langen Läufe mit Endbeschleunigen sind wirklich etwas sehr Wertvolles. Nun, René, das hängt ein bisschen davon ab, wie du vorher trainiert hast. Ich bin ein großer Freund davon, das Training zu variieren und Unterschiede reinzubringen. Also solltest du jetzt zum Beispiel bei deinem letzten Marathon wenig Endbeschleunigung gemacht haben oder gar keine, ist das jetzt ideal, beispielsweise Endbeschleunigung zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, ein Ansatz könnte sein, dass du immer, wenn du eine neue Länge erreicht hast, entweder Distanz oder eine Zeit erreicht hast, dass du dann diese Zeit im Training oder diese Länge im Training wiederholst, nur dann eben mit Endbeschleunigung. Ich nehme ein Beispiel. Ich rechne jetzt der Einfachheit halber mal in Kilometern. Angenommen, du hast das erste Mal 30 Kilometer erreicht beim Training, also in deinem Wiederaufbautraining. Dann kannst du beim zweiten Mal jetzt sagen, zum Beispiel 25 Kilometer laufe ich langsam und dann 5 Kilometer als Endbeschleunigung. Ja, und wenn du das nächste Mal sagst, so statt 30 Kilometer laufe ich eben 33 Kilometer, dann kannst du eben sagen, jetzt auch da von der Varianz her, ich laufe 27 Kilometer langsam und dann 5. Ja, also bei der Wiederholung. Also ich bin ein Freund davon, irgendwie so für den Kopf. Ein Trainingsplan muss bei mir immer eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte könnte zum Beispiel sein, immer wenn ich eine gewisse Distanz oder Länge erreicht habe, wiederhole ich sie beim nächsten Mal, aber diesmal mit Endbeschleunigung. So, das ist eine Geschichte, die man sich erzählen kann und wo man jetzt wieder Kraft und Selbstbewusstsein daraus erzählt. Und tatsächlich wäre aber auch eine andere Geschichte, die muss man nicht miteinander kombinieren, eben zu sagen, ich mache jedes Mal, wenn ich eine Endbeschleunigung mache ich die 1 Kilometer länger. Und tatsächlich ist es so, dass was ich mit meinen Athleten schon erfolgreich im Maximum praktiziert habe, ist 10 Kilometer Endbeschleunigung. Das Heftigste, was ich schon mal eingeplant habe und das Besondere ist, die Athleten haben es dann auch gemacht, ist, dass ich 10 Kilometer Endbeschleunigung in einen Trainingsmarathon eingebaut habe. Das heißt, jemand war angemeldet, hatte einen Zielwettkampf und dieser Zielwettkampf, lass es jetzt mal Frankfurt sein, ja, Frankfurt-Marathon Ende Oktober. Der war aber auch angemeldet für den Berlin-Marathon. Da haben wir uns erstmal unterhalten, welcher ist denn der wichtigere? Ja, war für ihn der Frankfurt-Marathon.
Und da haben wir den Berlin-Marathon so geplant, dass der hieß 30 Kilometer im LDL-Bereich, also streng pulsorientiert im, also im aeroben Bereich. Dann 10 Kilometer Marathon-Renntempo und 2 Kilometer Auslaufen. So, das war dann, dann hat man zwei Marathonläufe gemacht. Der eine war aber dann ein Trainingslauf. Und ja, was soll ich sagen? Hat super geklappt. Oder, also habe ich sowohl bei Jungs als auch Mädels gemacht. Was allerdings nicht jeder kann, ist tatsächlich sich bei einem Wettkampf, auch sowas wie Berlin, dann zurückzunehmen und dann was vernünftig zu machen. So. Und wer dann eben sagt, nee, die Gäule sind in mir durchgegangen und dann habe ich eben so mittellangsam gemacht, also eine Viertelstunde langsamer als möglich, das haut nicht hin. Ja? Also bis eine längere Antwort auf deine Frage, plan es so ein, dass es für dich selber Geschichten erzählt, dass du quasi von einem auf den nächsten oh la la, irgendwie Selbstbewusstsein tankst. Und das Längste, womit ich Erfahrung habe und auch empfehlen kann, ist tatsächlich Endbeschleunigung dann im Marathon-Renntempo. Im Marathon-Renntempo 10 Kilometer lang. Ja, und mindestens 2, aber 4. Ja, also ich plane mindestens bei 4 an. Okay, danke dir. Vielen Dank für diese schöne Frage.